Armut der einen ist der Reichtum der anderen und geändert werden, kann das nur durch einen grundlegenden Politikwechsel. Genau dafür braucht es eine starke Linke im Europäischen Parlament. Ich finde, dass vor allem Konzerne, Unternehmen, aber auch die Vermögen wieder ihren gerechten Anteil an der gesellschaftlichen Entwicklung leisten müssen. Wir wissen, dass die soziale Ungleichheit in der Europäischen Union dramatisch zugenommen hat. Die Jugendarbeitslosigkeit im Süden Europas beträgt noch immer 30% und ein Fünftel der älteren Bevölkerung sind von Altersarmut betroffen. Das sind beides unhaltbare Zustände und die müssen eben auch entsprechend meiner Vision eines guten Lebens in der EU und in Europa behoben werden. Für uns als Linke ist nicht hinnehmbar, dass Konzerne die Gesellschaft um hunderte Milliarden Euro jährlich prellen. Alle DAX 30 Unternehmen unterhalten irgendwo in irgendeiner Steueroase eine Briefkastenfirma. Ich finde es unglaublich, dass die Internetkonzerne immer noch so gut wie keine Steuern in Europa zahlen müssen. Und da muss man unbedingt was ändern. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wehren uns gegen TTIP, CETA, JEFTA und die darin enthaltenen Sonderrechte für Unternehmen. So bauen wir ein Europa von unten, das allen gehört und niemanden zurücklässt. Dafür lohnt es sich in jedem Fall auch im Europäischen Parlament zu kämpfen und das möchte ich gern tun.